diesem Tutorial möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie dieses Beispiel aus Wikipedia bezüglich der Fibonacci-Nummer, wie Sie das hier im AutoCAD nachkonstruieren können. Dazu wechsle ich zunächst erstmal jetzt ins AutoCAD und ich erzeuge hier eine neue AutoCAD-Datei aus einer Standardvorlage, wenn Sie das Ganze metrisch machen wollen, wobei das in dem Fall eigentlich egal ist, weil haben wir keine Einheiten, aber wenn Sie es machen wollten, empfehle ich immer die ARCAD ISO DVD. Gehe drauf. Jetzt wechselt er hier in eine Standardvorlage. Und der erste Schritt ist immer, das Ganze abzuspeichern. Das mache ich hier mal. Gehe auf Datei, Speichern, Unter, Zeichnungen. Hier schon mal gemacht, das kann ich jetzt einfach überschreiben, also Fibonacci Number, gehe auf Speichern, sage ja, ich möchte es ersetzen. In Ihrem Fall legen Sie eine neue Zeichnung an. Das ist der erste Schritt, das Ganze zu speichern. Für den Fall, dass AutoCAD abstürzt, dann haben Sie immer noch ein Backup. Der nächste Schritt wäre, wenn Sie jetzt das Ganze maßstäblich oder quasi mit Einheiten machen wollten, dass die Einheiten kontrollieren. Ich gehe dazu auf Zeichnungsprogramm und dann hier auf Einheiten, wobei das in unserem Fall, in unserem konkreten Beispiel eigentlich egal ist. Da können Sie das auch überspringen, weil sie keine Einheiten hat. Aber nehmen wir an, Sie würden jetzt wirklich was konstruieren wollen, dann wäre die Einheit wichtig. Ich sage sogar explizit, das Ding hat keine Einheiten. Jetzt tut er mich darauf hinweisen, dass das natürlich dann zu Problemen führt, wenn ich jetzt hier mit konkreten Sachen arbeiten wollte. Ich sage ja, okay, das passt. Weiß ich und sage erstmal, dass keine Einheit hat. Wie gesagt, das ist eigentlich jetzt gar nicht so wichtig. Sie hätten auch eine Einheit stehen lassen können. Das spielt eigentlich keine Rolle. In diesem konkreten Fall wäre das egal. Das nächste Schritt wäre eventuell, wenn Sie mit Metadaten arbeiten, wenn Sie zum Beispiel ausdrucken wollen und dann können Sie Ihren AutoCAD-Datei hier Metadaten geben. Das wäre dann hier unter Zeichnungseigenschaften. Kann man hier Metadaten eintragen, ja, also Dateiinfo, wer hat das gemacht, was ist das für ein Projekt und so weiter. Und das erscheint dann, sofern Sie entsprechende Layout-Vorlagen verwenden, wie zum Beispiel bei unserer Vorlage hier an der FH, dann auch im Schriftfeld. Das kann man auch im Nachhinein machen, ja, die Eigenschaften zu setzen. Das Definieren der Einheit sollte man nicht mehr unbedingt im Nachhinein machen. Das sollte man wirklich ganz am Anfang machen, sofern die Einheiten für Sie relevant sind. In diesem Beispiel spielt die Einheit eigentlich keine Rolle. So, jetzt werde ich mir meinen Zeichenbereich einrichten. Dazu schaue ich jetzt nochmal ins Wikipedia und gucke mal, wie groß das Ganze wird. Und das sehe ich hier, okay, das hat jetzt ungefähr in X-Richtung, also in horizontaler Richtung, hätte es ungefähr 21 und 13, also 34 Zeicheneinheiten. Und in vertikaler bzw. Y-Richtung wäre es dann 21 Zeicheneinheiten groß. Das werde ich mir jetzt hier festlegen. Gehe also hier auf mein Limiten. Das finden Sie, glaube ich, unter Format. Ja, hier Limiten. Also Menüleiste Format. Aufpassen, wenn die Menüleiste nicht angezeigt wird, dann hier auf Menüleiste einblenden gehen. Dann gehe ich hier auf Format Limiten. Falls Sie das hier nicht finden, können Sie auch in Befehlszeile eingeben. Und ich werde jetzt hier mein Limit mal einstellen. Das geht bei 0,0 los, also im Ursprung. Das finde ich okay. Und von der Länge her hatte ich gesagt, sagen wir mal ungefähr ein bisschen mehr, also 25 Einheiten, also 25 in X-Richtung. Und na, das war mehr. Das war 35. Und in Y-Richtung machen wir mal 25. Also X 35, Y-Richtung 25. Und habe jetzt hier mein Limit eingestellt. Sie merken jetzt ja keinen Unterschied, ja, weil ich ja das Limiten auch nicht aktiviert habe. Jetzt werde ich hier nochmal mein Raster einstellen, dass das nur in meinem Zeichenbereich angezeigt wird. Dazu gehe ich hier auf Fangeinstellungen, wechsle hier mein Raster auf 1, hier auch auf 1 von der Größe 1. Warum wähle ich hier 1? Schauen wir nochmal in die Vorlage rein. Wechsel mal in Wikipedia, dann sehe ich hier, die kleinste Einheit ist hier 1. Ja, das heißt, wenn ich hier auf also 21 sieht man hier, damit drücke ich, kann ich quasi alle diese Maße ausdrücken, wenn ich hier 1 wähle, als Rastermaß. Deswegen 1, ich möchte das kein adaptives Raster, sondern ein fixes und ich möchte das Raster nicht über die Begrenzung, also nicht über mein Limiten hinaus anzeigen. Das werde ich auch aktivieren. Jetzt sehe ich mein Raster. Doppelklick, mittlere Maustaste. Hier sehen Sie quasi unser Limit, das wir eingestellt haben, unser Zeichenbereich. Und ja,
Jetzt legen wir uns noch ein paar Layer an, gehe in den Layer Manager und erzeuge jetzt hier ein Layer. Mein erster Layer ist zum Beispiel Rechtecke. Rechtecke. Der soll die Farbe Rot bekommen. Die Strichstärke 0,35. Dann mache ich den nächsten Layer. Das ist meine Spirale. Die soll die Farbe Blau bekommen. Und die Strichstärke 0,5. Der nächste Layer wäre jetzt noch etwaige Hilfskonstruktion, wobei wir das hier nicht brauchen. Also nehmen wir gleich jetzt hier noch den Layer, ein Layer für die Vorlage. Ich möchte das Bild aus YouTube dann hier im AutoCAD mit darstellen. Deswegen mache ich mir da ein Layer für die Vorlage, wo das Bild dann drauf kommt, damit ich es auch ausschalten kann. Der bekommt die Farbe Gelb und der soll im Zweifelsfall nicht gedruckt werden. Das ist einfach nur ein Vorlagenbild zur Kontrolle und die Strichstärke ist in dem Fall hier laut Vorgabe, weil die spielt in dem Fall keine Rolle. Gehe auf OK. Und diesen Layer mache ich gleich aktuell, denn das Bild werde ich jetzt gleich einfügen, damit ich mich ständig hin und her schalten muss zwischen Wikipedia oder zwischen Internet Explorer und AutoCAD. Wer jetzt einen zweiten Bildschirm hat, der kann natürlich das Ganze auf den zweiten Bildschirm legen. Man kann es natürlich auch ausdrucken. Ich zeige hier, wie Sie das Ganze ins AutoCAD einfügen. So, wie hole ich mir das rein? Der Layer-Vorlage ist aktuell. Ich gehe hier in mein Wikipedia. Das ist jetzt wieder verschwunden. Hier ist es. Klicke auf die Grafik, auf das Bild, damit das groß dargestellt wird. Halt, das ist das Falsche. Ich brauche hier das nächste, also dieses. Das zeigt mir jetzt einfach Schreck gar nicht an. Gehe nochmal zurück, gehe nochmal vor. Jetzt kommt's. Und möchte das Bild könnten Sie natürlich jetzt auch, das tut er jetzt runterladen, also einfach auf Ihren Desktop laden, ja, und dann so einfügen. Das wäre natürlich die feine Variante. Ich zeige Ihnen einfach mal die Quick and Dirty Variante. Also eine andere, die ist aber allerdings, ist die Qualität eines solch über Quick and Dirty Variante eingefügtes Bild eher mäßig. Das heißt, das sollte man wirklich nur verwenden als Vorlage, die man dann später nicht drucken will. Einfach nur für sich selbst und meinetwegen, das, sich einen zweiten Bildschirm zu sparen oder sich das Ausdrucken als Konzeptvorlage zu sparen. Aber um das dann später auf Plänen zu verwenden, ist diese Variante, die ich Ihnen jetzt zeige, nicht zu empfehlen, weil die Qualität eher mäßig ist. Dennoch möchte ich Ihnen das zeigen, weil sie geht relativ schnell und bequem, wenn man, wie gesagt, keine große Qualität benötigt. Gehe dazu auf mein Sniping-Tool von Windows. Das können Sie einfach eingeben über das Suchfeld in Windows. Einfach Sniping und dann können Sie diese Applikation öffnen. Das ist, ich habe es eh schon mal gemacht, wie Sie sehen. Das ist quasi so ein Screenshot-Tool. Damit kann man Screenshots machen in Windows und dann als Bild abspeichern. Ich mache das jetzt hier mal, gehe also hier auf Neu und mache mir jetzt hier einen Screenshot über meine Grafik. Und das kann ich jetzt in Zwischenablage kopieren, gehe auf Kopieren, wechsle ins AutoCAD zurück. Mein Layer ist aktiv und füge das hier einfach ein, gehe also auf Steuerung V. Jetzt will ich den einen Punkt, Einfügepunkt wissen, dann klicke ich einfach mal hierher und man sieht hier unser Bild. Das ist natürlich jetzt viel zu groß und das können wir jetzt noch korrigieren, indem wir einfach mal hier den Skalierfaktor ändern. Dazu klicke ich das Bild nochmal an, gehe in die Eigenschaften von dem Bild. Sie sehen, die Skalierung ist jetzt hier auf 100 gestellt und die Eigenschaftenpalette bekommen Sie entweder, wenn Sie unter in der Registerkarte Ansicht, wo ist sie jetzt hier hin? Hier. Auf Eigenschaften gehen oder wenn Sie ein Element auswählen mit dem rechten Maustast, das Kontextmenü öffnen, dann finden Sie auch die Eigenschaften. Wenn Sie da drauf gehen, dann geht die Palette auf. So, also hier ist der sogenannte Skalierfaktor, den müssen wir jetzt anpassen, damit das hier diesen Maßen entspricht. Dazu klicke ich einfach mal hier auf den Taschenrechner. Hier daneben kommt so ein Taschenrechner-Symbol und hier werden wir jetzt den Faktor eingeben, vielleicht noch ein Hinweis, dadurch, dass hier die Sperrung aktiviert ist, hier wird quasi das Seitenverhältnis gesperrt, ja, dann genügt es, dass man hier einen Wert eingibt, ich muss mal kurz demonstrieren, und der andere wird dann automatisch angepasst, weil das Seitenverhältnis im Prinzip gesperrt ist. Wir können das Bild nicht verzerren. Ja, würden Sie die Sperrung hier aufheben, sage ich mal nein, dann könnte ich hier theoretisch auch verschiedene Werte eingeben und dann wird es verzerrt. Ich mache das nochmal rückgängig.
So, ich starte noch einmal. Ja, jetzt haben wir den Ausgangslage wieder hergestellt. Das heißt, es genügt ja einfach mal einen so einen Wert zu berechnen und der andere dann geht dann entsprechend mit. Also hier gehen wir auf den Taschenrechner. Und jetzt sucht man sich hier eine Länge aus, die man hier leicht eingeben kann. Ich nehme mal diese Länge hier unten als Bezugslänge und werde jetzt einfach die entsprechend umrechnen. Ich gehe also hier auf eine Multiplikation, multipliziere es einfach mit meinem Skalierfaktor oder meinem Korrekturfaktor, wenn Sie so wollen. Gehe also hier auf Mal, gebe die Ausgangslänge ein, die es eigentlich haben sollte, nämlich 21. Das ist hier meine Länge, die es sein sollte. Und tue jetzt das Ganze durch die aktuelle Länge dividieren. Gehe also hier auf, und die weiß ich nicht, die kann ich aber messen, hier mit dem Messwerkzeug. Gehe also auf Abstand zwischen zwei Punkten. Und zoome mich jetzt hier ein bisschen ran. Und versuche jetzt hier ungefähr hier die Länge hier abzuklicken. Das kann man natürlich nicht einfangen mit einem Objektfang. Das sollte Ihnen bewusst sein. Das kriegt man auch nie so genau hin. Und das wäre jetzt hier ungefähr die Länge. Und dann gehen wir auf Anwenden. Und er hat uns das Ganze hier skaliert. So. Nur verschoben hat das irgendwie. So, ich tue mal kurz nachmessen. Oder habe ich hier irgendwas falsch gemacht? Gehen wir nochmal auf Messen. Und messen wir das hier nach. Und dann kommen wir hier auf. Oh, da habe ich hier irgendwas falsch gemacht. Da gehen wir nochmal auf rückgängig. Das ist viel zu groß geworden. So, Skalierfaktor war 100. Was habe ich? Sehen wir mal die alte Rechnung. Was habe ich da hier? Ach ja, hier fehlt noch ein Durch dazwischen. Sehen Sie das? Ich habe den Operator vergessen. Kann ich die nochmal aufrufen? Ne, kann ich nicht. Nicht, dass ich wüsste. Doch, jetzt habe ich sie hier nochmal. Also mal 21 und hier muss noch ein Durch rein. Das hatte ich hier vergessen. Also mal 21, das ist die Länge, die es haben soll, durch die aktuelle Länge. Und jetzt sollte es auch funktionieren. Genau, hat es auch funktioniert. Er hat es natürlich jetzt verschoben. Das kann ich jetzt nochmal korrigieren, indem ich mich hier ranzoome. Dann auf, das Bild ist noch ausgewählt, gehe auf Verschieben, fasse das hier unten an, hier irgendwo ungefähr in der Ecke und schiebe das jetzt hier über den Rasterfang in meinen Ursprung. Und jetzt habe ich das hier ausgerichtet. Je nachdem, Sie sehen, es ist relativ genau geworden. Ja, wenn Sie mal kontrollieren mit dem großen Fadenkreuz, dann sieht man hier schön, dass das doch sehr genau geworden ist, sowohl in X als auch Y-Richtung. Wie gesagt, das ist nur eine Quick-and-Dirty-Variante. Das bitte im Hinterkopf behalten. Da gibt es natürlich noch viel genauere Methoden, wenn Sie wirklich diese Bilder dann auch konkret verwenden wollen. Ja, wenn es nur darum geht, sich hier eine grobe Vorlage zu schaffen, dann ist diese Variante durchaus ausreichend. Ja, das ist jetzt hier meine Vorlage. Das passt. Ich werde jetzt den Layer hier sperren mit meiner Vorlage drauf, weil die ist jetzt entsprechend ausgerichtet und skaliert. Ich will es nicht mehr verändern, deswegen wird es gesperrt und wechsle jetzt auf den Layer Rechtecke. Jetzt werde ich hier meine Quadrate bzw. meine Rechtecke konstruieren und werde Ihnen ein paar Varianten zeigen, wie man das machen kann. Die einfachste Variante ist einfach mit dem Befehl Rechteck zu arbeiten. Ich brauche im Prinzip ein Hilfsmittel und dafür nur mein Raster und mein Rasterfang. Das Ganze ist ja hier am Raster ausgerichtet, das sieht man ja schön. Ansonsten würde ich noch auf dicke Linie gehen, damit Sie das ein bisschen besser sehen. Und alle anderen Hilfsmittel schalte ich aus. Gehe jetzt hier auf den Befehl Rechtecke in der Registerkarte Start. Hier ist der Befehl Rechteck. Und fange jetzt hier unten an. Also diagonal ziehe ich das hier auf und habe mein Rechteck platziert. Das war es eigentlich schon. Ja, wir können noch mal kurz die Maße kontrollieren. Man sieht es ja eigentlich eh, aber ich kann noch zeigen, Sie können das auch kontrollieren. Klicken Sie einfach das Rechteck an. Das ist im Prinzip nichts anderes als eine Polylinie. Hier in den Eigenschaften sehen Sie jetzt hier die einzelnen Scheitelpunkte. Aktuell, wenn Sie hier reinklicken, sehen Sie hier das fette Kreuz, ist das dieser Scheitelpunkt. Der liegt hier bei 0,0 überall. Jetzt können Sie hier über die Pfeile sicher durchklicken und dann sehen Sie, da haben Sie jetzt hier die Länge von 21, also in X-Richtung. Und hier oben bei diesem Punkt in X- und Y-Richtung haben Sie die Länge 21,21. Also, und so können Sie rein theoretisch auch hier die Koordinaten nochmal ändern, falls Sie irgendwas falsch gemacht haben. Wollen wir nicht, weil das passt ja alles. Also gehen wir auf Escape und machen jetzt das zweite Quadrat, das 13 mal 13 Quadrat.
Dazu gehe ich auf den Befehl Rechteck nochmal, zeige jetzt eine andere Variante, wie man das auch machen kann. Die ist allerdings aufwendiger, wäre in dem Fall eher nicht zu empfehlen. Dennoch möchte ich Ihnen das zeigen, um den Befehl Rechteck noch ein bisschen zu wiederholen. Gehe also hier auf Rechteck, fange hier genauso an, zum Beispiel hier unten in dem Punkt, und gehe jetzt allerdings hier auf Abmessungen und gebe jetzt die Abmessung ein. Einmal die Länge, das ist ja ein Quadrat, das ist im Prinzip beides gleich, also 13. Dann Enter, jetzt die Breite, die ist auch 13. Gibt das ein mit Enter. Und jetzt muss ich bloß noch mit der Maus dorthin klicken, wo das Rechteck, in welchen Quadranten das Rechteck von meinem Einfügepunkt hier unten gehen soll. Und quasi hier oben hin und das Rechteck ist konstruiert. Das wäre für unseren konkreten Fall jetzt aufwendiger als die Variante, die ich zuerst gezeigt habe. Allerdings für einen anderen Anwendungsfall, wenn sie eben keine Diagonale aufziehen kann, dafür aber die Abmessung gegeben haben, dann ist diese Variante zu empfehlen. Gibt es noch eine andere Variante? Über den Befehl Rechteck wüsste ich jetzt keine, aber wir können hier auch alternativ dazu den Befehl Polygon verwenden. Gehen wir mal da rein. Polygon. In unserem Fall besteht das Bild Polygon aus vier Seiten. Das geben wir ein. Das sehen Sie, es ist schon voreingestellt, weil ich damit schon mal vorher gespielt habe, um Überraschungen zu vermeiden. Jetzt hier bei der Aufnahme. Gehen also auf Enter. Jetzt müssen wir sagen, wir wollen hier die Seiten eingeben, also die Seitenlängen. So, klicken wir hier auf diesen Parameter. Und jetzt können wir das natürlich jetzt hier die Seiten einfach abklicken. Und ich hoffe, ich zeige es jetzt richtig. Ich merke mal die Reihenfolge nicht. Ich glaube, ich muss jetzt hier von oben nach unten gehen. Ich klicke jetzt hier an diesen Punkt. Ah, es war genau. Na, ich kann hier einfach rübergehen. Hier an diesen Punkt und tue jetzt einfach hier die Seite nach hier drüben abklicken und habe das auch eingegeben. Auch diese Variante würde ich jetzt für diesen konkreten Fall nicht empfehlen, weil sie eigentlich auch länger dauert. Ja. Aber auch mit der Variante kann man Rechtecke bzw. Quadrate relativ schnell konstruieren. Ja, noch eine andere Variante, die ist noch aufwendiger, aber auch dies möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, ist, Sie gehen einfach hier auf Pull-Linie und klicken hier die Pull-Linie einfach ab. Das ist natürlich jetzt eher noch aufwendiger, also quasi viermal klicken und den letzten Punkt, den brauchen Sie hier nicht klicken, dann gehen Sie einfach auf Schließen und auch so können Sie hier so eine Pull-Linie erzeugen. Ja, jetzt mache ich nochmal für die letzten. Ja, das sind eigentlich die Befehle, die mir jetzt hier eingefallen sind. Es mag vielleicht noch den einen oder anderen Befehl geben, aber ich würde sagen, das genügt das mal. Jetzt mache ich die letzten paar Quadrate jetzt einfach mit der schnellsten Variante. Gehe also hier auf Rechteck und ziehe einfach nur die Diagonale auf. Hier einmal wiederhole den Befehl mit der Leertaste. Ziehe hier nochmal eine Diagonale auf. Und hier unten muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich hier die Punkte genau einfange. So. Und habe jetzt hier meine Quadrate erzeugt. Ja, also wie gesagt, in unserem konkreten Fall ist der Befehl Rechteck über die Diagonale, wie Sie in der Vorschau hier nochmal sehen. Wenn Sie mit der Maus über den Befehl fahren, dann sehen Sie hier eine kurze Animation nach einer Weile. Ist hier die schnellste Variante, weil man das Ganze einfach übers Raster relativ leicht konstruieren können. Auch das zeigt nochmal, wie wertvoll es ist, wenn Sie auf einen Raster arbeiten können. Ja, jetzt haben wir die Quadrate alle konstruiert und jetzt können wir, bleibt bloß noch hier die Spirale zu konstruieren. Dazu wechsle ich auf den entsprechenden Layer. Sie können meinetwegen, wenn Sie fertig mit den Quadraten sind, oder können Sie den Layer hier auch sperren und damit Sie halt das Ganze hier vermeiden, dass Sie das unbewusst hier verändern, wechseln jetzt auf den Layer Spirale und zeichnen jetzt hier die Spirale nach. Dazu gehe ich auf den entsprechenden Befehl. Ich wähle hier den Bogen 3 Punkte. Ja, Sie sehen, es gibt diverseste Methoden, Bogen zu konstruieren. Ich habe eigentlich versucht, den Befehl direkt zu finden, habe ihn leider nicht finden können. Deswegen werde ich jetzt über 3 Punkte gehen und hier einfach den Parameter Zentrum aktivieren. Und wenn Sie diesen aktivieren, dann geben Sie zunächst den Mittelpunkt für den Bogen an. Und danach hier gegen Uhrzeigersinn die Richtung und können jetzt hier den Bogen quasi nachzeichnen. So. Ja, damit Sie das ein bisschen besser sehen, werde ich mal die Linienstärke von den Layer etwas erhöhen. Halt, wo ist er? Hier, da hatte ich jetzt 0,5. Machen wir da noch 1,07 drauf. Gehen auf OK. Jetzt mache ich dasselbe hier noch bei dem Rechteck, beziehungsweise ich schalte mal die Vorlage aus, dann sieht man vielleicht noch besser. So. Und wiederhole den Befehl, rechte Maustaste, letzte Eingabe hier Bogen.
aktiviere hier die Option Zentrum, klicke hier, das ist mein Zentrum. Also das ist das Zentrum und hier gegen Uhrzeigersinn, immer nie vergessen, das zeichne ich hier meinen Bogen nach. So, wiederhole das Ganze wieder, Leertaste, Zentrum wählen, gegen den Uhrzeigersinn dann, ups, das habe ich genau verwechselt, das habe ich vergessen, ich habe vergessen Zentrum anzuklicken, also hier Zentrum anklicken, dann hier und gegen den Uhrzeigersinn das nachzeichnen, wiederhole das in der Leertaste, Zentrum anklicken, hierher, dann gegen den Uhrzeigersinn und das Zentrum wäre Zentrum hier. So, vorletzter, bisschen ranzoomen, wieder Leertaste, wiederholt den Befehl, dann Zentrum anklicken, Mittelpunkt wählen und das war das Zentrum falsch gewählt. Das habe ich jetzt hier, sehen Sie, das ist das falsche Zentrum, das falsche Mittelpunkt. Also nochmal Leertaste und nochmal, also Escape. Und dann Leertaste, wieder Zentrum auswählen, jetzt ist das Richtige. Und gegen den Uhrzeigersinn, das wäre so. Und dann der letzte ist das hier. Also wieder Leertaste, wiederholt den Befehl. Zentrumparameter auswählen, dann den Punkt wählen und gegen den Uhrzeigersinn das Ganze konstruieren. Ja, jetzt haben wir das. Jetzt kann man das Ganze hier noch vereinigen. Jetzt haben wir nämlich hier. Ja, hier mehrere solcher Bögen gezeichnet und wer will, kann das Ganze jetzt noch zu einer Pull-Linie zusammenführen. Jetzt könnte man diese, ich glaube, das sind, wie viel sind das? Wenn Sie mal reinschauen, sind das, glaube ich, sieben, genau, sieben Bögen. Die könnte man jetzt einzeln aktivieren. Ja, Sie könnten aber sagen, gut, ich mache hier einfach den leeren Rechtecke aus. Das sind nur die Bögen quasi sichtbar und jetzt kann ich die auch mit einmal auswählen. Oder die andere Variante ist, ich mache hier den leeren Rechtecke an. Er ist eh gesperrt. Übrigens, Sie brauchen ihn gar nicht ausschalten. Da er gesperrt ist, können Sie die Elemente sowieso nicht auswählen. Theoretisch können Sie ihn auch anlassen. Ja, Sie sehen, Sie kommen eh nur. Naja, kommt. Sie können eh nur die Bögen aktivieren. Ah, ne, doch, Sie können es schon außerhalb nicht ändern. Ja, und dann gehen Sie auf Verbinden. Mal sehen, ob es funktioniert. Wenn ich das richtig hier. Okay, auf Verbinden und. Genau, hat es verbunden. Ja, warum hat es funktioniert? Weil der leere Rechtecke gesperrt war und deswegen konnten Sie das durchaus mit auswählen. Aber dadurch, dass die Elemente gesperrt gewesen sind, ist das so, als hätten Sie es ausgeschaltet, wurden dann nur die Bögen verbunden. Ja, was Sie auch machen können, Sie gehen einfach über die Schnellauswahl. Ich habe jetzt hier nochmal die Layer alle eingeschaltet und auch hier die anderen Layer Rechtecke gesperrt, damit man auch hier wirklich mal sehen. Ich kann jetzt theoretisch, wenn ich jetzt alles auswählen würde, hätte ich jetzt hier einen Haufen unterschiedliche Elemente, Bögen, das ist das Bild und dann noch die Bullenlinie, hier die Rechtecke quasi unten. Und über die Schnellauswahl können Sie das auch machen. Alternativ dazu, die Layer zu deaktivieren bzw. zu sperren. Sie gehen hier auf die Schnellauswahl und sagen hier bei Objekttyp, ich möchte nur die Bögen auswählen. Rein theoretisch könnten Sie jetzt hier noch die Eigenschaften festlegen, zum Beispiel. Nur die Bögen, die Farbe grün oder so haben, ja, oder die Linienstärke 0,5 haben und so weiter. Das kann man theoretisch alles hier machen. Ich habe gesagt, ich möchte quasi nur meiner gesamten Zeichnung hier nur die Bögen haben. Die Eigenschaften sind mir hier egal, beziehungsweise Farbe von Layer haben die eh und gehe jetzt auf OK. Jetzt haben wir auch nur die Bögen ausgewählt. Das sehen Sie jetzt auch hier, habe quasi nur Bögen und dann gehen Sie hier auf Verbinden. Ja, und jetzt haben wir daraus eine Pull-Linie gemacht. Die sehen wir jetzt hier. Jetzt sehen Sie quasi, das ist eine Pull-Linie mit hier diversen Scheitelpunkten, ja, die Sie theoretisch hier auch nochmal editieren könnten, beziehungsweise auch einer bestimmten Länge. Der Vorteil ist, wenn wir daraus eine Pull-Linie machen, rechnet er uns sogar hier die Länge aus. Wie er auf die Fläche kommt, das weiß ich nicht so genau, was er da jetzt hier rechnet. Aber die Länge dürfte jetzt hier die addierten kulminierten Bögenlängen sein von den einzelnen Bögen. Ja, ich denke, die Übung ist soweit fertig. Wenn man will, kann man dann später hier die Vorlage ausschalten und das wäre jetzt hier unser fertig konstruierte Fibonacci-Spirale. Ja, Sie sehen, ich habe keinerlei Koordinaten eingegeben.
Ich habe hier die ganze Zeit nur auf dem Raster gearbeitet. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn Sie mit dem Raster arbeiten. Diese Spirale können Sie natürlich dann auch beliebig skalieren auf die Maße, die Sie dann eventuell benötigen. Ja, soviel dazu.